Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge There's Poop in My Soup. Ich habe die Lautstärke ein ganzes Stück angepasst. Ja, sorry dafür. Es war aber wirklich sehr schwierig einzuschätzen, weil erstens mal Hintergrundmusik gab es am Anfang zumindest nicht wirklich. Und sonst war es halt voll leise, aber dann dieses krassen Soundeffekt, das war wirklich schwer einzuschätzen. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen zu laut war. Aber ich finde, es geht noch. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt irgendwie nochmal hier alles löschen muss. Aber ich habe es auf jeden Fall nochmal krass angepasst. Also es müsste eigentlich deutlich besser sein. Und da mit dem Bounce to Basket ist anscheinend, oder ich hoffe mal, ist wahrscheinlich der Große gemeint. Einer von den Großen, weil anders kann ich mir das jetzt echt nicht vorstellen, weil ich habe das halt safe geschafft mit dem Kleinen. Ich habe mir das nämlich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es kann halt nicht sein, dass ich das nicht geschafft habe. Und The Floor is Lava. Ich habe mir gerade mal die Achievements vom Spiel angeschaut. Und naja, dann wurde mir einiges klar. Doch dann wurde es mir klar. Diese Kacke muss in diesen Korb rein. Achso, in die Bewegenden geht es nicht, ne? Ja, okay, dann gut, dann ist es dann ist doch schwierig. Bounce to... What happened? Na, von ganz oben geht's wieder nicht. Okay, müssen wir es irgendwie hier in der Ecke probieren oder so. Ganz kleines bisschen zu sehr in der Ecke. Das gibt's nicht. Okay, vielleicht habe ich mich echt schon wieder vertan. Ey, das kann doch nicht sein. Okay, es ist immer noch abnormal laut, ey. Never fucking mind. Oh, jetzt steht hier ein... No, jetzt steht hier ein Basket. No. No. Das ist echt nochmal den Soundcheck, Boys. Ich hab's jetzt nochmal ein bisschen angepasst. Das ist echt, ich check halt nicht, was ist das? Was ist das? Man, die Hintergrundmusik, die steht in keinem Verhältnis zu der ganz normalen Musik. Aber gut. Ihr seid hart am Nehmen, Boys. Ich vertraue euch da. Ja, hoffen wir jetzt einfach mal. Dass es zählt, wenn ich jetzt in diesen Korb da reinkacken kann. Na, da kann man anscheinend gar nicht reinkacken. Na. Nope, da kann man nicht reinkacken. Das heißt, es kann nur der da hinten sein, aber das ergibt keinen Sinn. Oh, okay, maybe es ergibt Sinn. Ich verstehe nicht, warum das durch das Haus fällt. Das ist wirklich schlecht programmiert, weil hier fällt die Scheiße einfach durchs Haus. An der Stelle. Das wäre genau die Stelle, wie du den Basket triffst. Außer an der Stelle ist legit kein Haus mehr, aber das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja, okay, von dem Achievement bin ich kein Fan, beziehungsweise von der To-Pool-Liste. Das ist halt legit das Einzige, was mir noch fehlt. Na ja, gut, okay, der Floor ist Lava. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal The Floor is Lava. Eigentlich müsste das recht simpel sein. Ja, suchen wir uns einfach was aus, die Suppe hier, und dann kacken wir da einfach 25 mal rein. Ah, okay, geht nicht. Oder? Geht das schon? Hat die Position sich verändert? Ah, die Position verändert sich immer. Okay. Was wir noch probieren könnten, wäre hier irgendwie an den Rand von dem Basket. Okay, geht nicht. Ach so, aber wir können ja in den Basket kacken. Oh, lol. Mein Fehler. What the fuck? Es hat noch nicht mal aufgehört. Mal gucken, ob wir hier reintreffen. Er ist halt einfach meine Combo von vorher bleiben, das ist der Cheating. The floor is lava. We got it. Alright. Ist aber gar nicht mal so eine krasse Combo eigentlich. Ist eigentlich voll blöd. Sobald die Combo in Richtung 80-90 geht, ist richtig crazy mit den Punkten. Okay, jetzt müssen wir nur noch in den Basket bouncen.
Irgendwie hier, glaube ich, geht es trotzdem. Oder hier? Oh mein Gott. Aber was, auf die Dinger kann man nicht draufkacken? Warum stehen die dann überall? Hä, hey, ernsthaft? Was ist das denn für ein Code, Mann? Das ist Bullcrap, dude. Das ist halt legit. Das ist legit scheiße. Ich bin mir auch nicht, immer noch nicht sicher, ob jetzt der Korb oder der andere gemeint ist. Alter. Das ist so richtig RIP, ey. Weil der eine, es war doch eins. Poo in Basket, genau. Also ist der Basket ist eigentlich schon der da. Aber das ergibt keinen Sinn, weil wie willst du da rein? Also das habe ich doch schon gemacht. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass ich das schon mal geschafft habe. Also außer, das ist gar nicht mit Bouncen gemeint, aber natürlich ist das mit Bouncen gemeint. Was soll denn sonst gemeint sein? Ist etwas zu weit vorne. Oh mein Gott. Ich dachte, jetzt hätte ich es geschafft, wenn der Typ nicht da gewesen wäre. Ich glaube nicht. Weiter links. Junge, why? Okay, die sind verhungert. Ich hab's legit geschafft. Könnt ihr bitte weggehen? Jetzt prallen sie alle am Rand ab. Ey, es gibt's doch nicht, Mann. Das ist ein Scheißdreck. Na gut, spielen wir mal das letzte Level. Aber es gibt anscheinend legit nur drei. Ah. Oh, in François. French Made. Sehe ich ehrlich gesagt keine, aber okay. Achso, vielleicht die hier. Oh mein Gott, ein Köter. Und ein Butler. Nice. So, jetzt haben wir schon 15 Popes. Kann auch bestimmt auch auf eine Laterne kacken. Oder sollte auch bestimmt auf eine Laterne kacken. Oh, never mind. Aber da prallt auf jeden Fall was ab. Oh, RIP. Damn, die Karre ist echt schnell. Junge, ist es Durchfall? Ist die durch. Ist legit die Special Ability fucking Durchfall? Also nicht, dass ich da was dagegen hätte, aber Jesus Christ, man. So, das kann man doch nicht in dein Spiel packen. Harry Armpit Combo. Pudel? Habe ich den Pudel nicht schon getroffen? Pudel. Hatch Poo. Ja, das ist ein Achievement, in die Hecke zu scheißen? Why, though? Hier ist noch ein Mülleimer. In the bin. Einfach immer alles dreimal machen, da hast du schon mal die Hälfte der Achievements gefühlt. Ups. Nice. Madame Baguette. Monsieur Baguette gibt's auch noch. Ratatouille. Monsieur Rich. Ah, hier ist noch Monsieur Baguette. Aber wer ist der Reiche? Oh, ein Koch gibt's auch noch. Ein Koch gibt's auch noch, Boys. Holy shit, einfach mal überall hinscheißen. Okay, Ratatouille habe ich auch geschafft. Ah, hier ist der Reiche. Hab ihn. Nein! Oh mein Gott, es ging alles in die Hecke. Na, man meint, hier ist noch ein Reicher. Okay. Keine Ahnung, wie ich den jetzt nicht treffen konnte, aber okay. What the fuck? What the fuck? Alter, der Typ läuft halt legit durch die Hecke. Erstens mal das. Jetzt habe ich ihn. Monsieur Richet hieß der sogar. Okay, was haben wir noch? French Made. Bounce Poodle. Okay, auf den Hund mit Bouncen kacken.
wenn das jemand hört, was ich hier spiele, Alter. What the fuck, ey. Oh, was? Come on. Schade. Out-of-Screen-Achievements gibt's anscheinend keine. Jetzt wollen wir mal gucken, wohin der Poo hier fliegt. Zu weit. Oh, perfekt. Na, nee, nee, ist zu weit, ist zu weit. Ach, come on. The Poodle. The Poodle. The Poodle. Ich muss es offensichtlich wieder mit mehr Taktik angehen. Ich sehe schon. Random rein spammen bringt uns hier nicht weiter. Okay. Okay, das sind die ganzen 3x Kaffee au Poop. Habe ich das nicht schon gemacht? Habe ich das nicht gleich am Anfang gehabt? Dachte ich eigentlich, dass ich das gleich am Anfang gemacht hatte. Harry Armpit Combo. Harry Armpit Combo. Ich bin mir nicht sicher, was damit gemeint ist, TBH. Runny Tummy. Harry Armpit Combo. What the fuck soll das heißen, Mann? Harry Armpit Combo. Machen wir erstmal das mit dem Hund. Viel zu weit vorne. Holy shit, springt das weit. Oh ne, das ist viel zu weit. What the fuck? Damn, das mit dem Pudel ist echt schwierig. Für dich. Ach, come on, Alter. Naja, das ist schon wieder viel zu weit weg. Ah, schade, das wäre die richtige Höhe gewesen. Ach, come on. Das hätte den Pudel treffen können. Das hätte ihn treffen können. Oh, ich sehe gerade... Oh, wow. Okay, what the fuck? Harry Armpit Combo, also ist geschafft. Was zum Teufel ist her? Okay. What the fuck? Damit kann man nur Leute treffen, nicht den Mülleimer und so kacken. Alright. Jetzt ist eh gleich leer. Oh, es ist nicht mal unser Highscore, glaube ich. Doch, doch, jetzt schon. Wow. Wow. 401.580 Punkte. Was für eine Überraschung, es ist nur noch Bounce Poodle übrig. Das ist genau das mit dem scheiß Bounce Basket, Alter. Das regt mich einfach und das macht richtig aggressiv, ey. Das ist so ein Spiel, da könnte ich richtig ausrasten, so vollkommen ohne Grund. Alter, 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 habt ihr es gesehen? Der Kunde ist genau hier durch die Scheiße gelaufen. Also quasi genau da, wo ich ihn brauchte. Und ich habe die ganze Zeit gespammt und es hat ihn trotzdem nicht getroffen. Juckt ihn einfach nicht, juckt ihn einfach nicht. Na, das ist zu weit vorne. Oh, aber da kommt noch einer. Jetzt der Hund, der Hund, der Hund. Come on. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Habt ihr es gesehen? Junge. Da wird man ja legit aggressiv, man. What the fuck? Und das kann den Hund anscheinend auch nicht treffen. Doch. Aber das bringt mir nichts. Alter, habt ihr es gesehen? Der Hund ist einfach durchgelaufen, man. Oder muss man dem legit direkt auf den Kopf scheißen mit dem Bounce, oder was? Jetzt der Hund, der da kommt. Ja, endlich. Nice. Okay, alle Achievements fertig. Nice. Das heißt, wir haben nur noch diesen scheiß Basket-Alter, der mich richtig aggressiv macht. Danach haben wir alle unsere To-Poo-Listen abgehakt.
Dann können wir wegen den Achievements gucken, weil dann haben wir das Spiel ja eh schon durchgespielt. Schon wieder. Immer wenn es so aufblinkt da unten, habe ich reingetroffen. Da schon wieder. Da, die ganze Zeit. Das ist doch Bounce to Basket gewesen. Aber ich krieg das Achievement nicht. Gibt's hier einen Guide? Gibt's ja echt. Auf Russisch. Ah ne, sogar normal. Ah. Okay. Naja gut, dann gucken wir nach normalen Achievements. Oder soll ich kurz Pause machen und gucken? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht, Alter. Toll, die Achievements, die mir fehlen, krieg 1 Million Punkte, krieg 750.000 Punkte, mach die Beijing-Pool-Liste fertig und mach alle Pool-Listen fertig. Leck mich. Leck mich, ihr Arschlöcher. Ja, das mit den Punkten, das ist so einfach. Also wenn da wirklich der Total Score zählt. Ach so, nein, ich glaube, da werden einfach alle deine Total Scores zusammengerechnet. Ja, tatsächlich. Total Top Score. Ah ja, okay. Aber in Paris müsste es eigentlich sau einfach sein, weil da habe ich mich ja nicht mal angestrengt. Das war einfach nur, das war ja legit nur durch das Ding. Da muss man halt mal ein bisschen kreativ werden mit der Scheiße. Schon mal eine Vierer-Kombo. No! Okay. Nicht zu schnell drücken, da muss wirklich jeder Kack sitzen. Ja gut, gleich mal neu starten, sonst ist es Sinus, weil wir haben schon ziemlich viele Punkte. Gleich zweimal die gleiche Person. Oh fuck. Ah, scheiße. Okay, man darf echt nicht. Okay, man muss wirklich. Okay, bleib ruhig, Chris. Bleib ruhig, Chris. Immer mit der Ruhe. Wir können den ganzen Tag scheißen gehen. Nein, 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 nein. Oh. Man muss halt dahin kacken, wo eh viele Leute laufen. Dass wenn du quasi auf einen es nicht schaffst, dass dann einfach. Oh no! Oh, come on, dude. Aber man muss krassere Sachen schaffen. Mal gucken, was gibt denn der Mülleimer hier? So also dreimal an eine Sache treffen. Oh, never mind. Hä? Okay, what the fuck, das kann abprallen, dann kriegt man gar keine Punkte. What the fuck? Seit wann das? Was ist eigentlich mit der Hecke? Wie viele Punkte gibt die? Ups. Okay, aber die gibt keine Combo anscheinend. Okay, egal, kackt mir einfach auf Leute. Das ist wohl das Einfachste. Beziehungsweise auf Hunde. Aber ja, es sind Franzosen, das ist doch alles das. Oh, wow. Alter, das gibt's doch nicht. Wie konnte das bitte daneben gehen? Das ist legit eine Masse aus 5 Leuten und einem Hund gelaufen. Und ich habe einfach daneben. Okay, wenn man sich echt anstrengt. Also, je mehr man es will, desto schwieriger wird es gefühlt irgendwie. Jetzt kommt er mir mit Combo, Alter. Die Combo kannst du jetzt auch. Fuck you. Man muss halt im Endeffekt die Combo schon aufbauen, bevor man diesen fetten Skill dann benutzt. Ach, come on, Alter. Das kann ja nicht sein. Das gibt's doch nicht, Mann. Okay, so wird das, glaube ich. Egal, machen wir einfach mal den Skill. Und diesmal probieren wir wirklich so viele Leute zu treffen, wie es nur irgendwie geht. Gut, theoretisch, jetzt fällt mir gerade was auf. Es könnte sogar sein, dass es krasser wäre. Ganz davon abgesehen, dass das gerade überhaupt nicht krass ist, weil ich gefühlt niemanden treffe. Weil die hier hinten, die gehen alle nicht. Die sind zu nah bei mir anscheinend. Fällt mir gerade auf. Die, wo da direkt unter mir stehen, die gehen anscheinend gar nicht zu treffen. Das ist echt ziemlich random.
Also sehe ich voll komisch, weil ich aim hier genau auf die Leute drauf und die trifft es teilweise gar nicht. Aber ich meine, man könnte sich eine fette Combo aufbauen und dann seine normalen Poops machen, die man ja besser targeten kann. Als das hier, weil das hier ist auch saukomisch zu lenken eigentlich. Ja. Also wir haben jetzt schon unseren Topscore geknackt. Und jetzt haben wir halt eine 600er Combo. Jetzt weiß ich halt nicht, wie viele Punkte das gibt mir jetzt einfach so einem auf den Kopf, Kacke. Das darf ich halt nicht verkacken, weil wir haben eine richtig fette Combo, ey. Oha, das gibt fast 10.000 Punkte, Alter. Holy fuck. Okay, das heißt, wenn wir es nicht verkacken... Okay, jetzt weiß ich, wie man das schafft. Das schafft man so in einem Level. Mit den 1 Million Punkten. Aber das vibriert so hässlich, Alter. Wichsspiel, Alter, Wichsspiel. Egal, im ersten Level bzw. im zweiten Level haben wir bestimmt nicht so viele Punkte geschafft. Das heißt, wir machen hier mal eine Bombe. Aber gerade mal eine 6er-Kombo. Eigentlich ziemlich wack. Aber das wird ja noch besser. Irgendwie sind das hier voll wenig Leute und ist doch so klein. Okay, machen wir hier noch eine Bombe. Ja, jetzt sind ein paar mehr Leute da. Perfekt. Was ist hier unser Highscore? 125.000. Okay, das ist eigentlich übelst heftig. What the fuck? Nein! Na, okay, passt. Okay. Jetzt haben wir noch eine Bombe. Da muss ich snipen. Das Problem ist halt nur beim Snipen. Naja, da kann ich halt verkacken. Und ja, ich verkacke obviously ziemlich viel. Sehr gut. Ja, okay, machen wir jetzt nochmal auf die ganzen Leute, die da laufen. Zack. Okay, jetzt müssen wir unseren Highscore schon geknackt haben. Ne, unsere maximalen Punkte sind noch nicht gestiegen. Ah ne, wir haben übrigens nur 150.000, glaube ich. RIP. Ich habe jetzt 21 Poops, also eigentlich ist es ein easy game. Wenn man nicht Christian heißen würde. Scheiße. Der geht daneben. Ah, okay. Puh. Kinderwagen, Kinderwagen. Warum? Warum? Aber egal, trotzdem. Ist immer noch... Naja, okay. Das Problem ist, wenn die alle so am Boden liegen, wird es halt viel schwieriger einzuschätzen, auf welcher Höhe die laufen. Vor allem die ganzen Randoms, die da einfach nur sonst so durchrennen, die du eh nicht mehr vollkacken kannst. Alter, das ist halt legit ass, Mann. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Höhe der Typ läuft. Das ist halt impossible. Ja gut, egal. Ich hab's verkackt. Dann halt nochmal Beijing von mir aus. Hier ist der Highscore echt ziemlich niedrig mit gerade mal 100.000. Oh, RIP, ich wollte eigentlich normale Kacke machen. Scheiße, nebenbei noch normal in die Suppe. Mal zack. Ah, hier ist echt, glaube ich, am schwierigsten die Punkte zu kriegen. Oh fuck, ich wollte eigentlich nochmal kacken. Ja, ohne Scheiß. Also ich glaube, dass hier tatsächlich mit am schwierigsten ist. Okay, wir haben keine Superfähigkeit mehr. Ich weiß gar nicht, das ist niemals 100.000 Punkte. Oh, lol, ich hab's sogar verkackt. Aber Alter, mit 7 Stück, das hätte ich eh niemals geschafft. Gibt das denn so viel mehr Punkte, wenn man auf Leute kackt? Aber muss ja fast.
Ach so, na gut, ich habe jetzt eh keine, ich habe eh keinen Bonus mehr. Okay. Das heißt, hier hast du einfach 500.000 Punkte und hier einfach 100.000, 100.000. Wenn du hier beiden nur 250.000 schaffen würdest, dann hättest du ja schon. Ach komm, das muss doch möglich sein, Mann. Also das Kind ist eigentlich easy. Ich liebe die Soundeffekte, wenn die irgendwo gegenlaufen. Alter, verpiss dich, Mann. Das kann doch nicht sein. Okay, das war echt. Okay. Irgendwie, je länger man das Spiel spielt, desto schlimmer wird's. Ich glaube, man muss einfach am nächsten Tag nochmal starten. Achso, es geht nur, wenn man da irgendwie was bei der Community macht. Und ich glaube, man muss es legit am nächsten Tag nochmal machen. Weil am Anfang war es irgendwie ganz anders. Da war es voll so, oh ja, voll einfach und bla. Und jetzt, keine Ahnung, krieg gar nichts mehr geschissen. Bei dem Spiel kann man echt zu viele Wortwitze machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es jeder andere YouTuber gemacht hat, der das Spiel gespielt hat. Deswegen lasse ich das jetzt auch. Ach, come on, Alter, das kann doch nicht sein. Fuck you. Alter, ich bin echt schlecht, ey. Egal, Bom. Machen wir einfach eine Bombe und noch eine Bombe. Zack. Jetzt mal eine kleine Combo aufbauen. Und dann einfach immer Combo mit normalem Scheißen. Holy shit, ich sehe nicht mal mehr was. Alter, aber es ist echt voll wenig Punkte. Ach, come on. Leute, die eine liegt einfach da oben drin. Dude, das ist halt Insanity. Ich weiß nicht, was besser ist. Erst die fetten Bomben zünden, dann fett Combo haben und dann snipen? Oder die probieren vorher schon eine heftige Combo aufzubauen und dann die Bomben zu zünden, weil die sind ja eh ein Selbstläufer. Und du machst einfach quasi unendlich Punkte gefühlt. Und musst dich quasi nicht mal mehr anstrengen. Ey, das gibt's nicht, Mann. Der Typ läuft doch genau auf diesem scheiß Ding. Arschloch. Also probier's jetzt mal mit der Taktik, weil die andere, die funktioniert nicht ganz. Und die ist auch einfach zu random. Muss man einfach so sagen. Leute, das hat beide. Man kann zwei auf einmal treffen. Trifft einfach keinen, dann willst du mich verarschen. Hallo? Wo laufen die beiden Tussen denn, Alter? Ja, Jesus Christus, Mann. Jetzt brauchst du auch nicht mehr getroffen werden. Blöde Pute. Ah, das ist echt viel zu schwierig, Mann. Oder ich bin viel zu inkompetent. Aber wenn du nicht siehst, wo die laufen, ist es halt legit impossible. Jetzt sind es gerade viele Leute, ich muss mal eine Bombe zünden. Jetzt darf ich es halt nur nicht verkacken und verkackt. Fünfmal normal kacken habe ich noch. Oh fuck, nein, das waren zwei Bomben. Scheiße, das wollte ich nicht. Oh, never mind. Never mind, 750.000 geknackt. Okay, wir haben noch zwei Bomben. Geil. Oh wow. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben 945.000 Punkte. 1,1 Million. 516.000 Punkte. Okay, keine Ahnung, was jetzt anders war. Weil wir fünfmal so viele Punkte haben. Aber ja, anscheinend funktioniert die Taktik deutlich besser. Also das, obwohl ich nur eine 5er-Kombo aufgebaut hatte. Ach, das ist einfach random. Na ja gut, das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Achievements, außer das mit Beijing. Nur weil ich nicht in diesen Korb scheißen kann. Nur weil ich nicht in diesen Korb scheißen kann. So, das letzte Ding hauen wir einfach random raus. Vielleicht treffen wir die sogar. Na. Okay. Ja, wir haben alle Achievements. Bis auf Beijing. Ah, lol, jetzt sehe ich es. Hier ist ja noch ein Korb. Oh mein Gott. Aber das kann ja nicht, das kann ja trotzdem nicht sein, weil ich habe ja trotzdem in den anderen Korb 50.000 Mal reingeschissen.
Funktioniert das hier von hinten? Oh, tatsächlich, das funktioniert echt. Jetzt prallen die da an dem Dachbalken ab, willst du mich verarschen? Wahrscheinlich dann hier irgendwie. Ja, ist halt schade, dass man es mit dem Achievement, mit der Fähigkeit des Achievement nicht schaffen kann. Ist halt ein bisschen traurig, sag ich mal. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch jetzt zu einfach. Schlicht und einfach zu einfach. Ach lol, während dem Feuerwerk kann man sich noch hin und her bewegen, dann verteilt sich das besser. Ja, das ist auch gut zu wissen. Es gibt zwei solche dämlichen Dreckskörbe, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Man verstehe nicht, warum die an der Seite so krass nach rechts fliegen und dann vorne, wenn du es an der Kante machst, fliegen sie Kerzen gerade. Dead Logic, Alter. Halt so übertrieben nach rechts und dann einfach ganz normal nach vorne. So voll langweilig. Das kann doch nicht sein, Alter. Also eigentlich wäre es mir jetzt egal, aber ich will dieses Achievement haben. Und das könnte halt auch mit Bounce to Basket gemeint sein, wow. Aber es ist es halt nicht. Und diese bewegenden Baskets sind auch nicht gemeint, ey. Scheiße, ist das Tilting, Alter. Muss mal kurz gucken, weil ich glaube, ich habe es nämlich vorhin gesehen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe mir jetzt das kurz angeschaut, weil jemand anders meinte, er hat das Problem auch. Er meinte, man soll das Game mal neu starten und es ist wirklich, du musst nur in den Basket rein dingsen. Also quasi genau das, was ich schon ungefähr 100 Mal geschafft habe. Gut, das schaffe ich natürlich als Vorführungszweck wieder nicht. Also gut, 100 Mal wahrscheinlich, 100 Mal ist wahrscheinlich legit gelogen. Oh, das ist ein ganz kleines bisschen zu weit vorne. Aber es ist genau das, was ich schon gemacht habe. Also das ist schon so. Und es ist auch der richtige Korb. Also ich weiß nicht, ob es beim anderen wird es aber nicht gehen, weil der so weit vorne steht. Aber das ist richtig ripped, Mann. Man muss halt... Ja, man hätte das am Anfang machen müssen, dass da noch nicht so viel los war in Beijing. Echt so, Alter. Come on, dude. Blödes Arschloch, der wird bestimmt rein... Ah, jetzt willst du mich verarschen. Okay, ein ganz kleines Stück zurück. Ganz klein, oh, das war schon fast ein bisschen zu weit. Wie ist denn der Typ da drüben jetzt angekackt worden? Das gibt's ja nicht. Willst du mich verarschen? Das habe ich seit 10 Mal schon geschafft, wir haben es bekommen. Also wir haben alle Achievements, alle Pooplisten erledigt, das heißt wir haben das Game durchgezockt in 2 Parts. Reset Game, reset the game with delete all progress. Ah ja. If it looks like you haven't subscribed to any characters yet. Das heißt, du kannst über einen Steam Workshop, kannst du das dann... Wir sehen uns gleich wieder. Gerade das, was ich vorhatte, gibt es leider nicht. Ich müsste es selber stellen und zugeben, dafür habe ich jetzt weder Zeit noch Lust. Was schon ziemlich aufwendig ist. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mit einem fetten Feuerwerk aus Beijing. Von euch Boys. Und bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen. Nochmal an Mattes. Danke für dieses awesome Game, ich werde es niemals in meinem Leben vergessen. War auf jeden Fall ein Blockbuster. Also war es wirklich, es ist echt ein so cooles Game. Und ja,
dann sehen wir uns einfach im nächsten Let's Play, beziehungsweise beim aktuellen Singleplayer Let's Play, was zurzeit Resident Evil 7 sein dürfte. Und dementsprechend bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, macht's gut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.